Wow, wow, wow! Hey, da seid ihr schon wieder. Willkommen zurück zu Smash Melee. Heute wieder im Adventure-Modus, wie im zweiten Part. Damals mit Bowser, heute mit Fox. Wir wollen es besser machen. Und es gibt viele neue Sachen zu entdecken. Okay, ich glaube, zwei habe ich im Sinn, die anders sind im Adventure-Modus, jetzt, wo wir alle Charaktere freigespielt haben. Legen wir direkt los. Außerdem konnte ich damals im zweiten Part nicht den Secret-Boss ganz am Ende triggern. Oh, wild, wild. Denn den gibt es nur, wenn man so und so schnell ist. Fox wird jetzt bestimmt schneller sein als Bowser, aber auch schnell genug für den Secret Boss. Wir werden sehen. Ich meine, er ist ja auch von der schnellen Sorte, ne? Nur er muss auch schnell kämpfen können. Wie ein geölter Blitz der McCloud. Da lasse ich auch die Wo-In-Genau-Trophäe links liegen. Ja, nachdem wir im letzten Part bereits den Classic-Modus verbessert haben. Mit Captain Falcon haben wir diese Special Stage, erreiche das Ziel, dann auch bis zur letzten Tür gelöst. Und auch ein gutes Pokémon. Oh, perfekt. Ideal. Weiter, weiter, weiter. Na komm, dann nehme ich wohin genau doch mit. Zur Feier des Tages. Und auch den Secret Boss im Classic-Modus besiegt, die Crazy Hand. Jetzt gibt es hier im Adventure-Modus auch einen Secret Boss und wie gesagt, da muss ich schnell genug für sein. Und das wird er. Wartet mal nicht zu viel, aber nichtsdestotrotz wollte ich das halt auch mal vollständigkeitshalber zeigen. Ne? Jetzt ist es das Ding, Fox kann nicht nur definitiv schnell rennen. Ja, weiß nicht. Er tut sich auch schwer, ich sehe es schon. In einem Kreuzfeuer hier der Blaublütigen und des Klempners. Alter. Mann. Ja, da geht mir ein Leben flöten. Das gefällt mir gar nicht. Das schon so früh, aber trotzdem bleibe ich einfach mal dran. Die rührt sich jetzt auch nicht mehr. Hier los in dem Kampf. Bisschen der Wurm drin. Meine Vorzüge. Das kostet Zeit. Ne? Das kostet Zeit. Na, der Pokéball hat sich bezahlt gemacht. Ne? Ich habe das natürlich gewusst, dass da nur ein Goldini drin ist. Dementsprechend agiert. Jawohl. Gekonnt wie, ne? Gekonnt wie. Bam, 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 badam, badam, badam. Tiefster Kongo. Ich wollte es mal vorlesen. Episch. Performing for you, if you know the words, you can join in too. Put your hands together, if you want to clap. DK. Oh, natürlich. Wollte schon ans Finishen gehen, aber... Reicht's. Komm mal ran jetzt. Jetzt der Dicke, bitte. Ey, ihr seht schon, ich bin voll drin. Ne? Ich bin jetzt gar nicht groß im Erklärmodus. Ich werde euch sagen, welche Änderungen es gibt, sobald wir da sind. Damit euch das bewusst wird, falls ihr es nicht auf dem Schirm habt. Ja, hat der Klapptrapp ihn mitgerissen ins Wasser. Jawohl. Eile, Eile bewegen, ganz genau. Bam, bam, badadam, badam, badam. Hier hatte Bowser richtig viel Pech. Und ich werde bei mir in der Route bleiben. Aber hoffentlich haben wir Glück. Aber wie gesagt, da gab es die Option, irgendwie zu gucken. So. Der erste schon mal Pech, na gut. Wäre auch ein Sechser am Lotto gewesen. Aber es war wirklich der letzte bei Bowser, oder? Ach komm, der auch nicht. Mann, ey, verdammter Tempel. Sind wir so ziemlich an der höchsten Stelle? Immerhin der dritte ist es. Da will ich mal nicht meckern.
Habe ich ja damals erklärt in Part 2, es ist ja random, an welcher Stelle das Triforce und damit der Ausweg ist. Und das ist zum Glück die richtige Musik, da muss ich die nicht wegschneiden. Wegen dem russischen YouTuber, der hier sich für was Besseres hält und die Nintendo-Soundtracks wegflamed. Jetzt reicht's mir aber. Was macht die denn? So eine Steigerung gekämpft haben, das war, glaube ich. War das Ding. Bin so frei, nehmen alle drei, ne? Danke. Ich glaube, Sheik und Zelda ist halt auch massiv unterschiedlich in dem Spiel. Hier auf der Plattform ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Fühle ich mich gerade nicht wohl. Ja, ihr seht's warum. Ist ärgerlich. Ich glaube, ich muss halt ohne Game Over auch zum Boss, ne? Sonst geht's doch gar nicht, oder? Jetzt weiß ich gar nicht, was die Bedingungen sind. Na, bleibt nur eins. Wir sterben nicht mehr. Ein bisschen schade, weil die hätte ich so einfach wegklatschen können. Stage 4 sind wir erst. Oh mein Gott. Geile Mucke. Aber der Adventure-Modus besteht halt aus mehr als nur Kämpfen, ne? Samus zum Beispiel hier will gar nicht. Mach doch mal was für dein Geld. Ich finde ja, dass Fox sich schon fast zu schnell bewegt. Ich bin den Fox aus Ultimate irgendwie besser gewohnt. Come on! Sein Spotten musste ja ein bisschen länger sein als in Smash 64. Smash 64 war es ja nur so verschränkte Arme und eingebildeter Blick. Viel zu kurz, um anständig spotten zu können. So, das hier macht er gut. Kein Vergleich mit Bowser. Hier zeigt sich die Sportlichkeit. Er ist fit. Wie ein Turnschuh. Alter, das Pit. Da war Pit, meine Freunde. Kawomski. Ich glaube, hier bei Kirby gibt es auch mehrere Versionen. Wenn ihr mir sowas in die Kommentare geschrieben habt. Ich meine, da war was. Das ist der normale Kirby. Dann das Kirby-Team und vielleicht kriegen wir diesmal noch was Drittes zu sehen. Was ich nicht hoffen würde, weil es kostet Zeit, aber... Heiliges Hackfleisch. Habe ich irgendwie nicht mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin. Kirby-Team to the rescue. Bin heute zu gut drauf, ne? Zu gut. Also, von der Stimmung, nicht vom Skill. Und ja, das lädt an der Stelle ewig. Alter, den Falkenpunch voll abbekommen. Alter, viel zu viel gefressen jetzt. Ich kann die 1A werfen, verstehen, ne? Bin so frei. Alter! Ja. Irgendwie war es abzusehen. Ich meine, ich habe so viele Münzen. Aber wird es... Ich weiß nicht, wird es Auswirkungen haben? Ich muss es googeln. Okay, also hier steht nichts davon, dass ich nicht KO gehen darf.
Oder dass ich nur 3 Leben haben darf. Wäre vielleicht eine Idee gewesen, mir mehr Leben zu geben. Das ist nur verlangt, das Ganze in 18 Minuten zu schaffen zum Secret-Boss. Und das sieht eng aus. Also, das ist schon eine Hausmarke. 18 Minuten. Wenn wir jetzt hier was doppelt machen müssen, schwierig. Ich weiß aber nicht, wie das gecountet wird. Alter, der Falco Kirby. Oh. Achtung. Sie mich echt eben weggeboxt mit Falcon Punch. Ne? Das ist. Finde ich ein Ding. Den Peach Kirby fand ich auch lustig. Den Ganondorfer, den kennt man. Vermutlich zählen nur die Ingame-Sekunden. Wisst ihr, die 18 Minuten? Wenn ich hier ein bisschen mit dem A-Knopf rumdrücke, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit zu den 18 Minuten zählt. Wir sind also gespannt. Ich bin immer der Weißgekleidete. Und das, obwohl ich tatsächlich oft gerne den orangenen Fox auswähle. Wenn ich mich für ein alternatives Kostüm entscheide. Jetzt kommt die erste Änderung. Und ja, der kann hier stehen im Gegensatz zu Smash 64. Er kriegt sich nur nicht gerettet. Was jetzt kommt, die Zwischensequenz, die gab es auch schon in Part 2 am Anfang. Aber passt auf. Hey Slippy, don't get too excited. Keep it together. Things are about to get ugly. Jetzt ist Fox, glaube ich, bei denen statt Falco, denn Falco ist jetzt hier. Das wird am Anfang noch nicht verraten. Erst wenn man Falco freigespielt hat, kommt er auch im Adventure-Modus an dieser Stelle vor. Und ist im Grunde ein wilderer Gegner. Oder macht es einen großen Unterschied? Man weiß es nicht. Die Arwings sind richtig schlimm in dem Abschnitt. Sogar offen hier. Ja, aber nur weil die mich treffen und zermürben. Zum Glück ist er mir in den Smash reingelaufen. Dann passt die Sache. Die Sache passt. Pokémon Stadium. Stadium. Ja. Zuerst Kleinigkeit, die erste Änderung. Falco statt Fox. Beim zweiten Kampf. Kann man doch schon mal erwähnen. Kann man schon mal dazu sagen. Oh mein Gott. Ich dachte halt, es geht noch. Wir büßen. Ich muss zum Glück hier nicht selbst kämpfen. Ach ja, und hier kommt jetzt Pummeluff mit zur Hilfe. I see that. War vorher auch nicht der Fall. Und Pichu. Ach komm. Haben wir auch noch eine Änderung. Möglichst verteilen. Ist aber nicht so einfach. Das Bisa-Floor ist nicht meins. Alter Schwede. Ist aber der beste Rat hier. Pokebälle. Macht nicht nur Spaß. Oh, die haben mich in den... Also fast wäre ich in den Elektroball reingefraßt. Ich konzentriere mich echt nur aufs Ball suchen. Da geht einem schon ein bisschen die Pumpe, ne? Also, dass ich da ein Leben verloren habe, das ärgert mich. Jetzt können wir Fox Schnelligkeit auskosten. In dieser Stage. Ist Fox der Schnellste? Ich glaube schon. Ich glaube, er ist der schnellste Renner.
Ich glaube, Bowser. Andere Soundtrack. Ich glaube, Bowser ist der langsamste. Das tue ich nicht alles für die Kontraste. Perfekt. Go, go, Fox! Hier bin ich ja relativ sicher. Es sei denn, ich verdödel es. Der hat mich gerade noch so gestreift, der Wagen. Das war ein Problem. Ja gut, die Punktzahl wird jetzt nicht mehr geil. Bleiben wir bei der Wahrheit. Oh Mann, Mann! Flex geht schief. Jeder andere Let's Player würde den kompletten Adventure-Modus neu starten. Nicht Let's Play Markus. Guck mal, diesmal bin ich noch eins weitergekommen. Das ist ein Träumchen. Ah, okay. So, das ist zu fassen. Das war eine Fass-Trophäe. Ja, was soll ich sagen, ne? Kein Ruhm. Alter. Mein Smash hat dem wieder gestanden. Na komm schon. Alter, leckt es. Leckt aber mitten in meinem Smash. Sternen-K.O. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Ah, da die Häuser da hinten, warte. Zeig nochmal. Da wohnt Ness, glaube ich. Und Porky. Der Meteorit oben links. Rechts. Da war der Meteorit zu sehen. Ach, drei Stück. Ich dachte gerade, wenn das ein Team Ness ist. Dann dürften die schon ein bisschen anfälliger sein. Aber es sind einfach drei Ness. Weil Lukas noch nicht dabei war. Ja, Lukas existierte damals noch nicht. Zumindest wurde noch kein Spiel mit ihm veröffentlicht. Da war ewig in Entwicklung, ne? Wir wissen es. Wir kennen die Stories. Ich mag das, wie Fox immer noch so einen Laser hinterher schickt, wenn er einen wirft. Stark aus, sieht stark aus. Bam, 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 badam, badam, badam. Meint ihr, das ist schnell genug? Die Lebensverluste sind halt belastend. Verschenkt? Nehmen wir's. Gott, was dachte ich, was Ice Climbers für ein cooles Spiel wäre? Wurde so enttäuscht. Eisbär hat eine Sonnenbrille an, kommt doch mal klar. Dabei ist es gar nicht unüblich, ne? So in arktischen Welten brauchst du so eine Art. So eine Art, sag ich, Sonnenbrille. Weil von den Reflektionen und so. Hat man beim Skifahren. Oder Snowboarden haben die auch immer Sonnenbrille an. Weil besser ist. Sonst geblendet. Okay, es war aber schon risikoreich. Immerhin. Effektiv. Ich konnte nicht groß kämpfen, ne? Das hätte viel zu lange gedauert. Ich musste darauf gehen. Bam, 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 badam, badam, badam. Entschuldigung, ich hab total den Schaden mit dieser Animation und diesem Soundtrack. Sieh dich mal vor, ich kann nicht. What the fuck? Sau schwer zu besiegen. Item Glück. Ja, und dieses Mal viel leichter. Man ist ja wie im Weltraum quasi. Oder wie kommt das? Ja, hier gute Smashes setzen, das ist auch noch.
Fox Smash nach oben ist der stärkste offensichtlich. Ich denke mal, da gibt es noch keine so großen Stärkeunterschiede, aber offensichtlich ja doch. Ach so, nur noch die drei. Toya! Toyota! Alter! Habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen, das letzte Mal, glaube ich, dass man sich hier so frei bewegt. Jetzt kommt noch eine Neuerung, wenn man mehrere Charaktere freigespielt hat. Hier kommt nicht nur Metal Mario, sondern es kommt... Metal Mario Brothers. Gleich zwei von der Sorte. Was zur Hölle? Jo. Metal Luigi auch am Start. Dann, ja, nicht einfach. Gleich im Doppelpack. Im Expertenmodus. Aber sind die da noch leichter? Weil das kann ja nicht angehen, wenn du zwei statt einen Gegner hast. Eine ganz andere Hausmarke, oder nicht? Jetzt kann ich die langsam ein bisschen auf Trab halten, aber... Wie lange geht das gut? Als ob! Ins Leere. Gut, Battlefield auch geschafft. Meine Fresse. Damit kommen wir zum Finale. Ich bin so gespannt, ne? Ich weiß nicht, wird knapp mit dem Secret Boss. Also noch Bowser besiegen. Und der ist ja auch schon ein bisschen größer als der originale Bowser. Das haben wir ja auch geklärt, als wir mit Bowser hier waren. Und der hält doch einiges aus, Mann. Was ist denn mit ihm falsch? Nicht wegzubekommen, ja, Metal-Version. Sieht nur nicht so aus. Lass dich nicht beirren. Oh, shit. Bleib doch noch ein bisschen stehen. Seitschilden. Alter, sein Schild. Das wird's! Und die Entscheidung. Mission complete. Also nicht. Doch! Ich hatte Angst. Der Secret Boss des Adventure Modus. Giga Bowser! Also wir kennen ihn ja. Vom Adventure, von den Events. Tut mir leid, dass ich das davor gegriffen habe. Aber eigentlich sieht man hier zum ersten Mal und ist total geflasht und überrascht. Dann mal los. Fällt mir doch ein Gebirge vom Herzen, dass ich doch schnell genug war. What the fuck, ey. Was war das für ein Move? Und confirmed ist auch, die Game Overs sind total egal. Schwierigkeitsgrad normal oder höher, 18 Minuten. Vermutlich sind damit nur die Kämpfe gemeint. Also als ich schon Fox gesehen habe mit von wegen Mission complete, dachte ich mir halt auch so, oh, scheiße, Mann. Nochmal spielen oder sein lassen, alles beide geil, ungeil. Aber wir haben es ja. Erleben. Lass dich nicht mehr drauf. Aber trotzdem glaube ich, der... Obwohl, ich wollte gerade sagen, der ist einfacher als der aus dem Event. Würde ich so nicht sagen. Das ist gelogen. Der haut sogar ziemlich rein. Down, mein Freund. Giga Bowser KO. 100.000 Punkte. Dankeschön.
Und jetzt verpufft er auch regelrecht. Selten gesehen, selten gesehen. Ich hab's nicht oft drauf angelegt. Aber vollständigkeitshalber war das nötig. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass Sie mir beigewohnt haben im heutigen Part des Adventure-Modus, wo mir größtenteils einfach nur die Pumpe ging. Ja. Und der nächste Part ist der letzte. Und da gucken wir uns einfach noch ein paar Trophäen an. Alle. Das wird ein bisschen zeitintensiv. Ich werde nicht alle vorlesen. Alter, der Fox. Was hat denn das zu bedeuten? Sind es die anderen Außerirdischen oder was? Das Bild ist total crazy. Fox McCloud, Trophäe. Ja, weil ich würde sagen, wir haben ansonsten so alles durch, ne? Schaut also das nächste Mal wieder rein, zum letzten Mal, um euch mit Videospiel-Fachwissen voll zu pumpen. Nicht verpassen, Like da lassen. Also, bis dann und ciao.